Seid gegrüßt zum Rückblick der 39. Wandertour insgesamt und ersten im Jahre 2015. Ab sofort werden die Wandervideos nicht nur Fotos, sondern auch ein paar kurze Filmsequenzen beinhalten. An diesem Tag fuhren wir nach Bad Harzburg, da wir aufgrund von starkem Schneefall nicht so tief in den Harz hinein wollten. Wir parkten auf dem Parkplatz an der Touristeninfo direkt an der Bahnstation von der Burgbergseilbahn. Diese nutzten wir dann auch, um hinauf auf den Burgberg zu fahren. Zu Beginn schneite es noch und dort oben wehte ein eisiger Wind, sodass wir uns dann auch bald auf den Weg machten. Unser erstes Ziel war die Stempelstelle 121, Säperstelle. Der Weg dorthin ließ sich im Großen und Ganzen gut laufen. Nur an den Stellen, wo sehr viele Leute mit Schlitten und anderen Rodelfahrzeugen unterwegs waren, bildete sich nach und nach eine Eisschicht, die besonders auf dem Rückweg auf dem letzten Stück bergauf sehr hinderlich war. Ansonsten konnte man munter durch den Schnee stapfen und das Wetter wurde auch immer besser. An der Säperstelle schien dann sogar schon richtig die Sonne. Der Stempelkasten befindet sich in einer Schutzhütte am Wegesrand. Diese große Wegkreuzung ist der Beginn von zahlreichen Wanderstrecken. Wir hatten als zweites Ziel für diesen Tag das Kreuz des Deutschen Ostens gewählt. Der Weg dorthin war trotz Schnee gut zu gehen. Der Stempelkasten befindet sich dort auch wieder in einer Schutzhütte, auf den Uhlenklippen, wo wir wieder einen wunderbaren Ausblick genießen durften. Aber das Kreuz des Deutschen Ostens selbst steht ca. 100 Meter weiter entfernt. Das Kreuz ist ein Gedenkkreuz aus dem Jahre 1950, das an die Leiden der nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertriebenen Deutschen erinnern soll. Das erste Kreuz war damals aus Holz und wurde 1998 durch einen Orkan zerstört. Heute steht dort ein Kreuz aus Edelstahl mit 17,75 Metern Höhe und 6,30 Metern Breite. Mit insgesamt 105 Stempeln fuhren wir an diesem Tag glücklich wieder nach Hause.